Aber wieder ein recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu unserer kleinen Weihnachtsfolge Phasmophobia. Wir sind natürlich nicht alleine, sondern haben hier netterweise den Steve mit an Bord. Was geht denn ab da draußen? Und wir sind hier auf dem Camp. Wo sind wir hier? In der Maple Lodge Campsite. Und wir erkunden heute mal ein bisschen ja, das Camp und gucken mal, was uns so Schönes draußen erwartet. Komm, lass uns Kann nur rausgehen. sein. Ho, ho, ho. Oh. So. Guck mal, schneit. Es schneit. Ist Oh. das schön? Ist das schön? Nein, ist das schön? Wunderbar. So, ich Und kann wir ja sind für. heute nur mit Kerzen Oh, bewaffnet, hier leider ist ein Gottes. Schneemann. Oh. Oh Gott. Was, hier ist ein Schneemann? Oh, guck Schneemann. mal. Ja. Oh. Oh, der hat aber nur ein Auge. Schau mal. Ist ja kein Problem. Steche die Katze drin. Kann ich gar nicht. Nein! Oh, ich hab die Katze weggeschmissen. Ich hab die Katze weggeschmissen. Nein! Das geht ja schon gut los. Das geht ja schon gut los. Da So, ist sie da auch schon kommen aus. Komm mal her hier. wir. Naja. So, mach an. Ja, bleib doch mal hier. Bist du denn? Warum hältst du die Kerze denn in den Schneemann rein? Ich halte die. Nee, das ist jetzt anscheinend eine etwas bizarre Kollisionsabfrage, aber wenn ich dir jetzt mal sagen würde, was du hier vor mir machst, Freundchen, Ich versuche deine Kerze ich wieder möchte an der anzumachen. Stelle sagen, Benny hat hier gesagt, ich sollte Feuerzeug nicht mitnehmen. Ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Wir können ja noch mal zurück in den. Was ist ja mit dir los? Komm mal hier rüber hier. Du stehst hier irgendwie auf dem Hügel. Kann doch nicht sein hier. Wir haben doch die Kerze sonst auch immer die ganze Zeit anbekommen. Hallo, Kerze! Geht doch, Sehr mach mal. schön. Sehr schön, sehr schön. Und wir haben uns natürlich aufgrund dessen, dass Weihnachten ist, dazu entschieden, Kerzen zu nehmen. Ja? Einfach um ein bisschen festliche Stimmung hier so ein bisschen auch reinzubringen hier in das tolle Camp. Kann ich in die Zelte rein? Ja, du kannst auch in die Zelte teilweise Das ist ja fürchterlich, Alter. Oh Gott, Oh das ja. ist ja fürchterlich. Durch, Alter, Ja, ich glaube, das sind auch durch. die, wenn der Geist uns nachher jagt, glaube ich, sollten wir uns dann anstelle von Schränken, weil es gibt ja keine Schränke, es gibt hier, glaube ich, nur Zelte, müssen wir uns in den Zelten verstecken. Zelt verstecken, ja, das hat ja auch schon Sylt bei Freitag der 13. geklappt, sich im Zelt zu verstecken. Das ist ja total safe, total safe. Guck mal hier, kannst du auf und zu machen. Schön, Ist doch willst du ein schön. bisschen, willst du es romantisch machen? Oder was? Ja, warte, Sag. dann machen wir hier, dann machen wir das richtig. Dann machen wir hier so und Oh, so. schön. Komm her. Wang, 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 wang. Ich bin. Hey, guck mal hier, ich bin in unserer Kabine. Hey, Ja, ist komm her. total cool, warte mal. Ich würde es ja zumachen. Aber das geht ja nicht. Man kann es nicht zumachen. Schade. Ich will raus. Ich fühle mich unwohl. So, dann. Hä? Was tust du das jetzt? Achso, du hast hier dein. Ach ja, dein. Oh, guck mal. Hast du das gerade angemacht? Nein. Schischkebab, Alter. Ehrlich. Das ist nicht so schön. Nö, ich guck mal gerade kurz. Hier ist der Schalter dafür zum An- und Ausmachen. Wunderbar. Mach mal kurz eine kleine Anfrage über die Spirit Box. Wir haben EMF5 hier. Wo bist du? Okay, interessiert dich nicht? Na doch, aber was sagst du? Also wir können schon mal eintragen EMF5 in unserem Journal. Na, das ist doch aber Beweis. Wirkt das sofort. EMF5 haben wir schon mal eingetragen. Da sind wir Guck schon mal mal ein kurz, Stück ob es hier weiter. noch irgendwie Fingerabdrücke ähnliche gibt. So, warte mal, dann mache ich mal hier wieder aus. Kannst du ja mal gucken, ob es hier an dem Lichtschalter irgendwie was gibt? Nee, nüchte. Aber ich sehe schon irgendwie, wir haben Nicht. jetzt nicht unbedingt so die dynamischste Spielfigur. Wenn ich hier das Hecheln höre. Oh Gott, hier ist ja noch ein Riesenhaus, Alter. Papi ist am Grill. Der Strohhalm ist im Drink. Wiederhole, der Strohhalm ist im Drink. Oh, ein Steg. Ich hab einen Angelsteg gefunden. Ich hab Geräusche gehört auf dem Steg. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Okay, ich komme zu dir. Alter, das sieht aber voll unheimlich aus. Wie du so viel Zutaten hast. Mit deiner Nicht brennenden erloschenen Kerze. Kerze. Wollte gerade sagen, mit meiner nicht brennenden Kerze? Ah, Ah, so, da ist er wieder. nee. Du bist mir auch ein Weihnachtswicht. Du, ich würde einfach mal kurz am Haus mal was gucken. Na, dann lass uns doch mal im Haus gucken. Also wir können auch, glaube ich, in das Haus rein.
Ja, verschlossen. Wie verschlossen? Achso, wir müssen dazu erstmal einen Schlüssel finden. Oh nein! Schau mal, was ist Licht denn hier? Ja, was ist das? Das ist eine Spieluhr, ne? Ja. Können wir das mitnehmen? Also reaktivieren? Ich weiß nicht. Huch, probier mal was. Kannst. Huch, nee. Konnte nur die Kerze daneben stellen. Kann ich das fotografieren? Bringt uns das was? Gib uns doch mal ein Zeichen. Ich glaube, wir müssen da hinten hin, wo EMF5 war. Oder? Also, da in der Ecke müsste ja wahrscheinlich dann auch der Geist irgendwo, glaube ich, rumrennen. Oh, guck mal hier. Guck. Oh, guck mal. Schön. Kegeln. Da war ja noch ein bisschen Kegeln. Fußball. Was ist denn das hier? Oh, mit wer der liegt? Oh, Baseball, Alter. Nice. Oh, kennst du die Dinger noch? Nee, tatsächlich habe ich das nie gespielt. Echt nicht? Also halt, ja, ich wüsste, diese Sandsäcke hier mit Loch werfen, kenne ich nur von Jackass. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Warte. Nein, schon wieder nicht. Und, einen letzten. Oh Gott, ich lasse Zeit. So, ich lass mal Benny kurz alleine mit Sandsäcken spielen. Ich schau mir weiter das Camp an. So, hier haben wir noch so einen Holzverschlag, so eine Holzhütte. Ein Klo, das ist das Klo. Oh, guck mal hier, Steven. Oh, komm hier. Kommen Sie, mein kleines Sam. Nein. So, die Klos sehen wieder unterirdisch aus. Muss ich mal an der Stelle leider sagen. Okay. Das ist, sie kriegen so einfach nicht hin. Die kriegen so einfach nicht hin. Alter, das ist hier kein Klo, das ist eine Kriegserklärung, das Ding. Alter, das ist ja wirklich, also... Und was haben wir hier? Blue Blended. Schön, schon geile Zahnpasta, Blue Blended. Schön. Gefällt mir. Was machst du hier schon wieder? Ne, ich hab das Klo inspiziert. Hm. Oh Gott. Mit der tollen Zahnbürste hier? Hallo? Ja, guck dir mal die Zahnpasta an. Blue Blended, aha. Das ist aber mega. So, wo könnte der sich jetzt noch sonst versteckt haben? So, warte mal, hier haben wir... Benni, hast du gerade irgendwas aktiviert? Ich bin weg. Ich bin weg, ich habe gerade den Ho-Ho-Ho gehört und bin sowas von weg. Ja, du, da, danke. Ja, bin auch da. Bin jetzt mal kurz nur auf Tauschstation gegangen, weil ich dachte, jetzt bin ich dran. Hallo, Steven. Na? Könnte ich wieder rauskommen? Ey, der war hier hinten. Also, der war hier. Super. Bei mir und hat komische Weihnachtsgeräusche gemacht. Bin ich ehrlich? Ich würde mir gerne so ein. Naja, was bringt mir auf einen Baseballschläger gegen den Geist, ne? Nichts. Wunderbar. Wunderbar. Ja, wo ich hier gerade den Pavillon sehe, das erinnert mich so ein bisschen an so eine kleine Geschichte. Wir Jungs beim Zelten. Und ein Kumpel ist auf die Idee gekommen, so, er hat ein bisschen Hunger, war ein bisschen, ja, auch, muss man sagen, ganz klar unter Alkoholeinfluss. Und war der Meinung, er muss so eine Büchse mit Gulasch auf den Grill stellen. Ohne sie zu öffnen. Oh, 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 jemand hat das ausgemacht hier? Oh, das war ich, sorry. Hä? Kannst du es wieder anmachen? Ich würde es gerne anmachen. Nee, du musst das anmachen. Nee, warte mal, ich habe doch hier den Chatter schon wieder angemacht. Probieren wir jetzt. Ja, super. Schön. Schön, Benni. Oh, der hat uns den Generator kaputt gemacht, die Sau. Echt? Wir müssen den Generator finden. So, also, was ich erzählen wollte, wie gesagt, so. Also, Büchse auf dem Grill, ungeöffnet. Ihr könnt euch also vorstellen, was passiert. Das Ding bläht sich auf. Er hat es nicht so richtig mitgekriegt und stecht einfach oben so ein Messer drin. Und jetzt kommen wir zu dem Bogen der Geschichte, und zwar diese Pavillon, in dem das Ding drin stand, so. Du hast ganz genau gesehen, wo seine Silhouette am Dach des Pavillons. Großartig. Der Rest war voll mit Gulasch. Klingt jetzt erstmal witzig, war aber echt übel, tatsächlich.
für ihn, den armen Jungen. Aber ja, ist, don't try this at home. Oder auf dem Zeltplatz. Oh, scheiße, ich wurde angehaucht. Ich auch. Lass uns mal kurz zum Van, würde ich mal sagen. Also vorhin war er hier hinten und hat mich verfolgt. Auf dem Weg zum Van. Gib mir ein Zeichen. Quasi hier wieder zurück. War gerade ganz kurz. Okay, okay. Also, wir sehen auf der Map, dass wir sind hier. Okay, das ist gut. Wir müssen nach rechts zu diesem grünen Ding. Also quasi durchs Tor gleich ganz nach rechts durchlaufen und diesen Generator da mal wieder anmachen. Weil dann können wir nämlich wieder die Beleuchtung anmachen. So, weil hier ist der Generator. Den machen wir jetzt wieder an. Bei den... Hallo? So, jetzt ist er wieder an. Können wir nämlich wieder Licht anmachen. Benny? Ja? Wir haben den Generator wieder verloren. Gib uns ein Zeichen. Die blöde Sau. Der war das Licht aus. Tja, nirgendwo auch nur ein Fingerabdruck von ihm zu sehen. Steht noch irgendwo, aber wahrscheinlich auch nicht. Ah, Mist, Mist, Mist. Nice! Benny, ich hab grad mal ein mega geiles Easter Egg gefunden. wo denn? Auf dem Steg. Ja, sehr großartig, ne? Also alle, die Freitag den 13. Den Film kennen, naja, wissen, diese Eishockey-Maske ist legendär. Das ist die Eishockey-Maske von Jason Voorhees. Der sein Unwesen in Camp Crystal Lake trieb. Irgendwo muss hier ein Büchlein liegen. Hier vorne. Da liegt ein Büchlein. Hat er reingeschrieben? Hat er nicht. Oh, hörst du, ich höre Glöckchen? Ja, das könnte der Geist sein. Ja, ist Santa der Geist? Scheint. Oh, 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 ich hab ihn gesehen. Er kommt. Ah, er kommt, Benny. Wer denn, Schimmick? Ah, fuck, er hat mich. Santa Gatsby. Da ist der Steve von uns gegangen. Mit dem Weihnachts-Ho-Ho. So, dann schmeißen wir mal das Ding da weg. Und ich bin weg. Ganz schnell. Okay. So. Kurz zusammengefasst. Wir haben EMF. Wir haben einen Ho-Ho-Ho. Und wir haben bis jetzt, glaube ich, nur eine Sache eingetragen. Und zwar EMF. Wenn ich mich nicht ganz täusche. So, jetzt ist die große Frage. Fingerabdrücke. Hattest du die Fingerabdrücke gefunden? Ich glaube, nein. Geisterbuch hatten wir auch noch nichts. Gefriertemperaturen haben wir nicht gecheckt. Geisterorbs konnten wir nicht checken. Und Geisterbox weiß ich nicht, ob er was sagt oder nicht. Na gut, dann platzieren wir kurz das Büchlein. Weil er kam ja... Der Ho-Ho-Ho-Man kam ja von hier hinten. So, vielleicht können wir ihm ja... Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. So, währenddessen nehmen wir uns mal hier noch die... Da liegt der Steven. Von dem müsste ich mir eigentlich noch ein Foto machen, fällt mir gerade auf. Wir nehmen uns aber jetzt erstmal noch die Geisterbox. Gib uns ein Zeichen. Lass mich in Ruhe! Lass mich! Du Wichser! Ja!
sagen, damit haben wir es beide nicht geschafft. Wir sind beide schön gestorben. Ja, ich konnte deine panische Flucht konnte ich beobachten. Es waren die Zwillinge. Meine Güte, die Zwillinge haben uns gejagt und wir haben es mal wieder nicht geschafft. Wie soll es auch anders sein? Ich glaube, wir haben es in, glaube ich, noch gar keiner Folge bis jetzt geschafft, irgendwie einen Geist richtig zuzuordnen. Doch, ich glaube, einmal. Einmal. Echt? Ja, ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, auch wenn wir heute kläglich versagt haben. Und mal gucken, ob wir nochmal das Ganze irgendwie nochmal rannehmen oder auch nicht. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Und wir wünschen euch trotzdem ein frohes Fest. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Und bis dann erstmal. Tschüss.